Schicksalsklinge HD. Unglaublich. Ich glaube, sperren ist nicht ganz die richtige Übersetzung. Ich hätte das... einfach blocken genannt. Also, geht doch. So, apropos. Eins bis drei. Ja. Auf jeden Fall besser. Elfenbogen 5 plus 7, 2 bis 4, 5 plus 7. Die erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit bringt mir halt nichts. Wenn ja deutlich weniger Schaden produziert wird. Also wenn man zu viel herumpausiert, dann wird man angegriffen. Toll, damit ist alle XP verloren, die der Zauberer hatte. Das wäre nicht die Überlegung ja da, zu sagen, mit dem Zauberer, ich pausiere halt immer wieder, also gehe nicht vorwärts, dann bleib irgendwo stehen, bis er wieder 5 Winde hat, damit er heilen kann. Okay, das ist eine Sackgasse. Ich finde das unfair, dass der Heilzauber am meisten braucht. Da haben wir die 5 Winde.
Also, geht auch. Handbombe? Das ist ja geil. Also dafür, dass das so eine normale kleine Quest sein sollte. Erweist sich das als äußerst langwierig und verlustreich. Okay. Also ich tendiere zurzeit ja wirklich dazu, den Zauberer aus dem Trupp zu schmeißen, um mir lieber noch einen patenteren Nahkämpfer zu holen. Wirklich viel Sinn und Nutzen hat er bis jetzt nicht gezeigt. Hey, wake up! Nein, das gibt's doch nicht! Okay, das gibt den glorreichen, aber leider traurigen Untergang des Trupps. Also der Barbar ist einfach mit Abstand der beste Kämpfer. Wow, wir haben es trotzdem, wir haben es echt noch überlebt. Saugeil.
Cool. Wir haben aber keinen Hexenjäger. Das ist irgendwie doof. Ich tendiere dazu, in Anbetracht der Pistole im Lager, aber den Zauberer aus dem Team zu schmeißen und einen Hexenjäger zu rekrutieren. Hat sich aber auch der Barbar sowas von verdient. So, auf nach Siegfriedhof. Und Level Up. Und Krempels verkaufen. Den können wir verkaufen, das weiß ich. Den Langbogen und die beiden Kurzschwerter können wir verkaufen. Eigentlich könnte man sich echt überlegen, weil der Sperren hat ihm das ein oder andere Mal den Popo gerettet, gell? Aber probieren's mal und dann werfen wir das. Tja. Ihm das Zwergenbeil wegnehmen ist Hey, wake up! irgendwie gemein, oder? Naja, ja, das ist mir klar. Ah, sehr schön. Hypnose. Ja, aber das ist echt eine schicke Sache. Ja, der wird ja wieder zurückgeworfen durch den Tod. Ah! Wie war denn das eigentlich nochmal mit Gilde Abenteuer? Ach, die muss man kaufen, gell? Für Echtgeld oder so. Genau, die muss ich mir für Echtgeld kaufen. Ja, das heißt, wir müssen den nutzlosen Zauberer weiter mit uns herumschleppen. Dann würde ich sagen, wir könnten uns noch anschauen. Bringen das? Ah, das heilt gesund. Ah ja, okay. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich kann mir das nicht leisten, ständig Leute zu verlieren. Du bist Stullenhermann, aber so, gut. Um's
nochmal zu sagen, ich persönlich finde das Spiel richtig geil. Klar macht das optisch nicht so viel her. Das ist nicht das Edelglanz, Hochglanz Pornospiel, aber es ist speedet einiges, es ist schön, was die Quest angeht. Es ist halt ein ganz klassisches Brettspielumsetzung eigentlich. Erinnert halt ganz massiv uns alte Silberrücken an Hero Quest. Und ist einfach wirklich schön gemacht. Also das ist eines meiner Lieblings-Warhammer-Spiele. Ich denke, ich bin mir ganz sicher, wie spannend das für euch ist, da ein Let's Play zuzugucken. Oder ob ich es nicht vielleicht besser so mache, dass ich hier diese kleineren Quests immer alle wegmache. Und sobald ich ein bisschen stärker und größer bin und mehr Gebiete erkunden kann, einfach wieder herkomme und euch das zeige, was für Städte und Siedlungen habe ich jetzt noch entdeckt und was gibt es da alles. Und dann halt immer so quasi eine Quest machen als Video, aber die dann schon fortschritten ist. Im Moment würde ich ja dazu tendieren, erstmal hier noch Rache des Grauen Sängers zu machen. Das hatte ich, glaube ich, schon aufgenommen. Und dann halt nochmal die Rettung von Gottfriedus Heidmann. Einfach um noch hier Ausrüstungssachen und Punkte zu sammeln, in der Hoffnung, dass ich auch den Zauberer irgendwann mal auf Stufe 2 bekomme. Und das müsste ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen, weil ich tendiere eher dazu, ihr könnt das einfach mal entscheiden, ob ihr das sehen wollt, diese ganzen, wenn ich mich da durchhack, also wirklich alle Quests aufnehmen. Naja, ich tendiere jetzt aber erstmal dazu, hier einen Cut zu setzen, weil ich habe jetzt Warhammer Quest wieder mal aufgenommen fürs Infrakta Games Archiv für die Infrakta Warhammer Wochen. Wir würden uns dann hier wiedersehen. Also erstmal würde ich das tatsächlich jetzt so machen, wie ich gesagt habe. Ich mache jetzt hier noch diesen Kleinkram und dann reise ich weiter nach Marburg und mache da vielleicht noch das kleinere Zeugs weg. Und wenn ich in der Lage bin, nach Wurtbar zu reisen, dann würde ich wiederkommen. Weil das sieht nach einer größeren Siedlung aus. Das könnte durchaus interessant werden, wenn ich hier draufklicke und dahin reise, was da passiert. Also denke ich mal, dass das vielleicht für euch interessanter wäre. So oder so, sehr schönes Spiel, macht richtig viel Spaß, wenn man jetzt nicht unbedingt tolle Grafik braucht. Und wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.